Einen wunderschönen guten Morgen heute zum Online-Gottesdienst der ETG, der Evangelischen Freikirche in Speiching. Hier stehe ich heute in der Toskana, der Cafeteria unserer Gemeinde. Hier treffen wir uns nach dem Gottesdienst zu einer Tasse Tee oder Kaffee. Hier essen wir zweimal in der Woche Mittag. Hier treffen wir uns, um uns zu besprechen, um uns gegenseitig Mut zu machen. Hier treffen wir uns unter der Woche auch in Kleingruppen. Hier finden Gespräche statt, tiefgründige Gespräche oder auch einfach nur mal Smalltalk. Der Raum hier ist eigentlich mit Leben erfüllt. Wozu brauche ich Gott? Um diese Frage wird es heute in der Predigt von Chris Hofmann gehen. Bevor wir diese Predigt hören dürfen, singen wir gemeinsam noch ein Lied. Und dieses Lied handelt von einem Thema, das uns Christen alle verbindet. Und ich finde, das ist das Thema, was uns Christen verbindet, nämlich der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus, unseren allmächtigen Gott, unseren Schöpfer der Welt. Ja, der Herr, der über alles der Herr ist. Und genau dazu möchte ich euch heute einladen, dass wir dieses Lied ganz bewusst nochmal singen. Ihr dürft gerne zu Hause mitsingen, der Text wird unten eingeblendet. Und ja, dieses Lied können wir zwar nicht zusammen singen, aber ich glaube, wir können es gemeinsam singen. Und bevor wir das Lied hören, möchte ich gerne gemeinsam beten. Ja, großer Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für die Möglichkeit, dass wir heute hier einen Online-Gottesdienst starten dürfen, auch in solchen Zeiten, wo die Möglichkeiten einfach begrenzt sind, wir aber doch diese Chance nutzen dürfen. Und ich möchte alles in deine Hände legen. Ich möchte es in deine Hände legen, was bei den Leuten draußen ankommt. Und möchte dich wirklich bitten, dass du durch den Chris sprichst nach an seiner Predigt und dass du einen Segen auf diese ganze Sache legst, Herr. Ich danke dir für Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland haben. Von ganzem Herzen, Herr. Amen. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen. Gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrscht in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, unter Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an dich. Christus, unser Herr.
dass du auferstanden bist. Ja, ich glaub an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau dem Sohn gebar. Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ich glaube an deinen Namen. Bei YouTube gibt es ein Video, da sitzt ein kleiner Junge am Tisch und macht Mathe-Hausaufgaben und er regt sich tierisch darüber auf, dass er jetzt diese Mathe-Hausaufgaben machen muss. Sein Vater sitzt daneben und filmt es heimlich und fragt ihn dann, ja, was ist denn dein Problem? Und dieser Junge sagt dann, ja Mensch, ich will doch nur Baggerfahrer werden, ich will doch nur auf dem Bau arbeiten, wozu brauche ich das denn? Und der Vater, der erklärt es ihm dann, naja, wenn du einen Führerschein machen willst, musst du ja auch Sachen berechnen und auch auf dem Bau musst du ja hin und wieder mal auf Zahlen achten. Und dieser Sohn, das ist dann echt süß, der sitzt dann da und man sieht, wie es im Kopf rattert und er seufzt so in sich zusammen und sagt, na, muss ich das alles jetzt noch machen? Ich bin erst in der ersten Klasse, damit ich irgendwann mal Baggerfahrer sein kann. Wozu brauche ich das? Ich glaube, diese Frage, die stellt sich auch mancher Christ in Bezug auf seinen Glauben an Gott. Wofür brauche ich Gott? Wofür brauche ich denn diese ganze Sache mit Bibellesen und Gebet und Gottesdienst und so? Manchmal kann es einem wirklich so gehen. Man ist jahrelang mit Gott unterwegs, aber fragt sich dann, hey, boah, wozu mache ich das denn? Ich stelle mir die Frage auch immer mal wieder. Und ich glaube auch Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben, ja, die nicht an Gott glauben und die mit dem ganzen Zeug eh sagen, ach, ich glaube, die stellen sich die Frage auch, wofür brauche ich Gott? Und ich finde, es ist nicht schlecht, sich diese Frage zu stellen. Vor allem die Frage, wozu brauche ich Gott im Hier und Jetzt? Ja, letzte Woche hat der Christian, mein Namenskollege, ja so ein bisschen das auch aufgegriffen. Was heißt es denn, in Christus zu sein? Was heißt es denn in Bezug auf die Ewigkeit? Aber heute geht es mir auch darum, was heißt es denn in Bezug aufs Hier und Jetzt, wirklich mit Gott zu leben? Was haben wir davon? Was ist der Vorteil davon, mit Gott zu leben? Warum schauen wir uns dieses alte Buch an, das tausende von Jahren alt ist? Was hat es für eine Relevanz mit unserem Leben heute? Ich glaube, es hat eine große Relevanz. Und deswegen schauen wir wirklich auch heute wieder in dieses Buch rein. Und zwar genauer in den Brief, den Paulus an die Gemeinden in Ephesus geschrieben hat. Letzte Woche haben wir mit dem Kapitel 1 angefangen, die Verse 1 bis 14, und ich starte dann jetzt oder mache dann jetzt weiter mit dem Vers ab dem Vers 15. Und da schreibt Paulus: Hinzu kommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Ihr merkt schon, wir steigen hier so mittendrin ein. Ja, und wenn es euch interessiert, dann lest doch den anderen Teil auch nochmal durch oder schaut euch die Predigt an. Aber ich möchte jetzt hier mit diesen nächsten Versen in der nächsten Viertelstunde euch zeigen, warum es sich lohnt, mit Gott zu leben. Und hier geht's los. Paulus dankt hier für die anderen Christen, die ja mit ihm an Gott glauben, obwohl er ganz woanders ist, obwohl er nur einen Brief schreibt, aber er dankt dafür, dass sie da sind. Und das ist der erste große Punkt.
Eine Freundin von mir, die hat mal vor einer Weile zu mir gesagt, weißt du, Chris, ich glaube ja nicht an Gott und diese ganze Sache, ja, das ist nicht meins. Aber was schon cool ist, ihr Christen, egal wo ihr hingeht, egal in Deutschland, auf der ganzen Welt, wenn da irgendwo eine Kirche ist, dann habt ihr irgendwie Leute, mit denen ihr Gemeinschaft haben könnt, die euch aufnehmen, die gastfreundlich sind. Da ist so eine bestimmte, ja, familiäre Zusammengehörigkeit. Und das habe ich selber echt erlebt. Ich war in verschiedenen Kontinenten und ich habe das. Ich habe da diese Familie, diese weltweite Familie, wo Menschen, wo ich angenommen bin, wie Brüder und Schwestern sind. Und das ist einer dieser Vorteile, mit Gott zu leben, im Hier und Jetzt, egal wo man ist, sozial immer Anknüpfungspunkte zu haben. Das ist der erste Punkt, den Paulus nennt. Und dann geht es weiter. Da schreibt er, jedes Mal, wenn ich bete, denke ich an euch. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Paulus betet, dass die Menschen in Ephesus, und das gilt für uns heute auch noch, dass sie Gott besser kennenlernen. Und das ist das Schöne an Gott. Es ist ein Kennenlernen einer Person, es ist eine Beziehung. Es geht nicht darum, ich bete, dass ihr die Bibel auswendig lernt, dass ihr die ganzen Dinge, die ihr tun sollt oder nicht tun sollt, auswendig könnt. Nein, es geht um eine Beziehung, es geht darum, diesen Gott kennenzulernen. Und das ist das, was ich genial finde. Gott hört heute noch Gebete. Er hört Gebete und er reagiert auch drauf. Ich will euch eine ganz kurze Story erzählen von mir. Vor einigen Jahren, da habe ich mir mal die Frage gestellt, Gott, magst du mich eigentlich? Kannst du mich leiden? Ich weiß, ne, Gott ist Liebe, Gott liebt alle Menschen, das gehört so ein bisschen zur Jobbeschreibung dazu. Aber Gott, magst du mich? Das war wirklich eine ganz ernste Frage, die ich damals hatte. Kannst du es abhaben, wenn ich irgendwie Zeit mit dir verbringe im Gebet? Ich habe von diesem Gebet niemandem erzählt, nur ich und Gott wussten davon. Am nächsten Tag kam ein Päckchen von Freunden von mir aus meiner Gemeinde. Zum Nikolaustag war das. Und die hatten da Schokolade und alles Mögliche drin und unter anderem auch eine Karte. Und ich weiß noch ganz genau, diese Karte war auf Englisch geschrieben. Und einer der letzten Sätze war, God loves you and he even likes you. Yes, he likes you. Gott liebt dich und ja, er mag dich sogar. Zweimal geschrieben, er mag dich. Ich bin völlig aus allen Wolken gefallen. Ich habe, wie gesagt, keinem Menschen von diesem Gebet erzählt und ich kann euch nicht beweisen, dass es so war, aber genau so war es. Einen Tag nach meinem Gebet kam diese Karte. Und ich habe viele Dinge erlebt und ich weiß von Menschen, die haben viele Dinge erlebt, wo Gott wirklich in ihr Leben reingesprochen hat und auf Gebete reagiert hat. Und das ist, finde ich, das Geniale an Gott, dass wir in einer Beziehung leben, dass es nicht nur ein Regeln befolgen ist, sondern dass es was Lebendiges ist. Einer der Vorteile, mit Gott zu leben im Hier und Jetzt. Paulus geht noch weiter. Er schreibt, Gott, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Hoffnung ist so ein Wort. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja. Und wenn ich an Hoffnung denke, denke ich an eine Sache, die mir vor allem nicht allzu langer Zeit passiert ist. Und zwar ist meine Mutter vor kurzem an Krebs gestorben. Und ich weiß noch, wir standen als Familie am Grab und hatten diese Trauerfeier. Das war noch kurz vor Corona. Wir konnten sie noch in einem halbwegs normalen Rahmen haben. Und das Schöne war, dass trotz aller Trauer, die natürlich da war, trotz aller Tränen, die natürlich da waren, da war eine unglaubliche Hoffnung da. Eine Hoffnung, dass wir unsere Mutter mal wiedersehen. Diese Hoffnung, dass sie jetzt an einem guten Ort ist, dass sie nach dem Tod bei Gott ist und dass es ihr da besser geht und dass der Tod, ja, so traurig und hart es ist, nicht das Ende ist. Jetzt sagst du aber vielleicht, ja, Moment, Chris, aber du hast doch davon geredet, vom Hier und Jetzt und diese Hoffnung, dass du sie irgendwann mal wieder siehst. Ich meine, du lebst ja hoffentlich noch ein paar Jahre. Das dauert ja noch. Ja, das stimmt. Aber jede Hoffnung bezieht sich immer auf die Zukunft. Wenn du hoffst, dass Corona bald vorbei ist, wenn du hoffst, dass du nicht in Kurzarbeit kommst oder dass du wieder einen Job findest, wenn du hoffst, dass du gesund bleibst oder dass liebe Menschen gesund werden, das sind alles Hoffnungen, die sich auf die Zukunft beziehen. Aber es ändert deine Situation im Hier und Jetzt. Es hat meine Situation im Hier und Jetzt am Grab meiner Mutter verändert, dass ich diese Hoffnung auf die Zukunft hatte. Das
wir kommen ja auch durch dieses Leben mit Gott. Und Paulus schreibt dann weiter, er schreibt, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ein Erbe ist ja was, was man eigentlich bekommt, wenn jemand stirbt. Und Achtung, Newsflash, Jesus ist an Ostern gestorben und an Karfreitag gestorben, aber er ist ja wieder auferstanden, dazu komme ich später auch nochmal. Deswegen sind wir Erben und zwar auch schon im Hier und Jetzt, natürlich auch mal in der Ewigkeit, aber auch jetzt haben wir schon dieses Erbe und haben schon ein Stück weit einen Zugriff drauf. Und ich weiß nicht, was für dich was Wunderbares ist, dieses wunderbare Erbe. An einer anderen Stelle heißt es ein herrliches Erbe. Ich weiß nicht, was für dich herrlich ist. Und ich denke, hier ist es klar, es geht hier nicht um Geld, um Autos, um Häuser und sonst irgendwas. Nein, es geht hier um was Tieferes. Für mich heißt dieses wunderbare Erbe, dass ich einen Sinn und einen Zweck im Leben habe. Unabhängig von meinem Beruf, unabhängig davon, ob ich eine Familie habe, unabhängig davon, wie meine äußeren Umstände sind. Ich sage nicht, diese Sachen sind nicht wichtig, aber ich bin nicht abhängig davon. Und dieses Erbe, das habe ich auch jetzt schon und ich freue mich auch drauf, wenn es irgendwann mal noch weitergeht. Und Paulus schreibt weiter. Er schreibt wiederum, damit wir erkennen sollen, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Wie gesagt, Jesus ist auferstanden. Und hier sagt Paulus jetzt, dieselbe Kraft, die den Tod besiegt hat, die wirkt heute an uns, die wirkt heute an jedem Menschen, der mit Gott unterwegs ist. Und da frage ich mich manchmal, hey, müsste ich nicht mehr Auswirkungen von dieser Kraft erleben? Wenn so eine krasse Kraft bei mir wirkt, müsste ich davon nicht mehr sehen. Und ich glaube, jetzt mal an die Physiker gerichtet, ne, eine Kraft bezieht sich auch immer so ein Stück weit auf die Sache, mit der sie zu tun hat, also auf das Objekt, auf das sie wirkt. Wenn ich jetzt ein 1 Kilogramm Gewicht habe, dann brauche ich eine gewisse Kraft, um das hochzuheben. Auch wenn ich mehr Kraft zur Verfügung hätte, auf dieses Kilogramm wirkt dann nur diese Kraft, die es benötigt, um es hochzuheben. Wenn ich 10 Kilogramm hochheben will, brauche ich mehr Kraft. Und so, glaube ich, ist es hier auch gemeint. Ich glaube, je nachdem, in was für Situationen wir sind, so stattet uns Gott mit Kraft aus, die wir brauchen. Je nachdem, wie groß dieses Gewicht ist, das wir zu tragen haben, so gibt er uns in dem Moment, wenn wir es brauchen. Und da gibt es viele Beispiele. Da könnten wir Paulus selber nennen. Als er den Brief an die Epheser geschrieben hat, war er übrigens im Gefängnis. Ich persönlich finde, das hört man da nicht unbedingt raus, so voller positiver Einstellung, wie er ist. Aber er war im Gefängnis. Wir könnten jemanden nennen wie Dietrich Bonhoeffer, wie er im Angesicht des Dritten Reichs, des Naziregimes, Lieder geschrieben hat, einfach positiv war. Was für eine Kraft hatte er? Und ich habe demnächst von Bekannten von mir erfahren, ein Ehepaar, da ist einen Tag nach der Geburt das Kind plötzlich verstorben. Und ja, das ist so ein Punkt, wir wissen nicht, warum solche Dinge passieren. Und auch als Christ sind wir nicht davor gefeit, dass uns schlimme Dinge passieren. Und ich habe keine Antwort darauf, warum das so ist. Tatsache ist, uns ist es nicht verheißen, dass wir ein Leben ohne Sorgen haben. Aber was Jesus uns ganz klar verheißt, was Gott uns ganz klar verheißt, ist, dass er uns in diesen Situationen Kraft geben wird, alles zu durchstehen. Und ich weiß von diesem Ehepaar, dass die ja bei allem Schmerz und aller Trauer und allem Unverständnis, dass sie trotzdem auch eine Kraft haben und dass sie trotzdem auch einen Trost haben bei Gott und dass sie hier durchgehen werden durch diese Zeit. Und das gilt für jeden, der mit Gott unterwegs ist, dass diese Kraft für uns verfügbar ist. Egal, was da kommt. Und dann im letzten Abschnitt, da schreibt Paulus, dadurch, dass er auferstanden ist, damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt mit ihr in seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Hier heißt Christus steht hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem,
was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Jesus herrscht über Corona. Er herrscht über Arbeitslosigkeit. Er herrscht über jede Regierungspersönlichkeit, die gerade irgendwo sitzt und Entscheidungen trifft. Er herrscht über alles. Dennoch haben wir einen freien Willen. Dennoch ist es nicht so, dass wir Marionetten sind und dass alles bestimmt wird. Aber egal, was passiert, egal, was mit uns passiert, das wird nie Jesu Macht übersteigen. Und auch wenn schlimme Dinge bei uns passieren und auch wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen, die wir nicht mögen, haben wir eine Hoffnung, haben wir einen Trost, haben wir ein Erbe, das darüber hinausgeht. Und so können wir hier selbst in schlimmen Situationen auf dieser Welt, die kommen werden, ob du an Gott glaubst oder nicht, die werden kommen. Aber wenn du mit Gott lebst, hast du diese ganzen Perspektiven. Du hast diese ganze Hoffnung, diese Kraft, auch in schweren Zeiten. Du hast Menschen, die sich um dich kümmern. Du hast eine innere Stabilität und einen inneren Frieden, eine innere Ruhe, dass egal was da kommt, du stehst. Wie in einem Sturm, wie ein Fels in der Brandung. Du stehst. Und auch wenn Stürme kommen, ich kann da nichts umwerfen. Selbst wenn es dich mal umwirft, hilft Gott dir wieder auf und es geht weiter. Und ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, was wir an Gott eigentlich haben. Wenn wir schon Christen sind, wenn du schon Christ bist, wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, erinnere dich dran. Wofür hast du Gott? Hey, für genau diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe und noch viel mehr. Das waren jetzt was, 8 Verse. Wenn du dir die Bibel anschaust, wirst du feststellen, die ist ziemlich dick. Gibt es noch eine ganze Menge drin. Aber das sind Gründe, warum es sich für mich absolut lohnt. Und ich habe mir diese Frage im Vorfeld wirklich ehrlich gestellt. Warum lebe ich mit Gott? Wofür brauche ich Gott? Und ich habe mich an diese Dinge erinnert. Und ich sage ganz klar, deswegen lohnt es sich für mich. Und ich will dich ermutigen. Ich will dich herausfordern. Wenn du Christ bist und wenn du mit Gott unterwegs bist, dann erinnere dich wieder neu daran und leg deinen Fokus darauf und erwarte, dass du Gott erlebst in diesen Dingen. Erwarte, dass du, wie ich, so eine Karte bekommst, wo drauf steht, Gott mag dich. Wenn das gerade deine Frage ist, komm ehrlich mit deinen Fragen, mit deinen Anliegen, mit den Dingen, auch die dich beschäftigen, die dir gerade zu viel sind, was auch immer, komm damit zu Gott und erwarte, ja, dass er dir zeigt, warum es sich lohnt, mit ihm zu leben. Und wenn du noch nie ein Gebet gesprochen hast und diese ganze Sache mit Gott eigentlich gar nicht dein Ding ist und für dich ist das alles nur Religion und Regeln befolgen und es turnt dich alles vollkommen ab, dann hoffe ich, dass ich dir aber jetzt trotzdem gezeigt habe, warum es sich lohnt, mit Gott zu leben. Weil es eben viel mehr ist, als nur Regeln befolgen und irgendwelche Rituale und sonst irgendwas. Nein, es ist eine lebendige Beziehung, es ist das Beste, das Erfüllendste, was dir passieren kann in deinem Leben. Und es gibt dir eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und deswegen will ich dich ermutigen und herausfordern. Hey, bete zu Gott, sag ihm ganz einfach, was dir auf dem Herzen liegt. Da gibt es keinen richtig oder falsch, einfach nur ehrlich vor ihm das Aussprechen. Und wenn du willst, ich blende unten mal meine E-Mail-Adresse ein. Wenn du ja Fragen hast oder dich einfach mal darüber unterhalten willst, dann hey, schreib mir. Schreib mir sehr gern oder vielleicht hast du in deinem Umfeld jemanden, der auch mit Gott unterwegs ist. Und dann frag die Person. Such dir jemanden einfach drum zu überreden und geh mal diesen Schritt. Weil glaub mir, es gibt nichts Besseres, als solche Dinge mit Gott zu erleben und immer wieder überrascht zu sein und immer wieder zu erleben, wie er in dein Leben reinwirkt, wie er heute noch aktiv ist und wie dieses tausende Jahre alte Buch voller Wahrheiten steckt, weil es auf den hinweist, um den es geht. Hab den Mut, mach es.
dass ich Fehler mach. Doch deine Gnade schenkst du jedem Tag. Deine Liebe bleibt. Du bleibst mir treu durch die Zeiten. Liebst mich immer weiter. Und auf die dunkelste Nacht kommt doch ein neuer Morgen. Und wenn das Meer auch tobt, fürchte ich doch keine Not. Du bist mein Halt und du trägst mich. Deine Liebe bleibt. Stark und die Wasser tief, doch du bist mein Halt, lass mich nicht untergehen, denn deine Liebe bleibt. Der Graben schien viel zu breit zwischen mir und deiner Herrlichkeit, doch deine Liebe bleibt. Bleibst du treu durch die Zeiten, liebst mich immer weiter. Und auf die dunkelste Nacht kommt doch ein neuer Morgen. Und wenn das Meer auch tobt, fürchte ich doch keine Not. Du bist mein Halt und du trägst mich, deine Liebe bleibt. Du für mich tust es gut. Ich weiß, alles, was du für mich tust, ist gut. Ich weiß, alles, was du für mich tust, ist gut. Ich weiß, alles, was du für mich tust, ist gut. Du bleibst mir treu durch die Zeiten, liebst mich immer weiter. Und auf die dunkelste Nacht wird doch ein neuer Morgen. Und wenn das Meer auch tobt, fürchte ich doch keine Not. Du bist mein Halt und du trägst mich. Deine Liebe bleibt. Deine Liebe bleibt. Es gibt nichts mehr, was fehlt, wenn
Freiheit die Mauern gesprengt, offene Grenzen und nichts mehr das trennt. Leichtigkeit und Ruhe füllen mich aus. Narben verschwinden und Krankheit geheilt, endlich Versöhnung nach Brüchen und Streit. Keinen Grund für Tränen und für Leid. Wenn ich dann bei dir bin, in deiner neuen Welt, wenn ich dann bei dir bin, es gibt nichts mehr, was fehlt. Wenn ich dann bei dir bin, völlig frei von Raum und Zeit, in Ewigkeit. Wenn ich dann bei dir bin, in deiner neuen Welt, wenn ich dann bei dir bin, gibt nichts mehr, was fehlt, wenn ich dann bei dir bin, völlig frei von Raum und Zeit, in Ewigkeit, in Ewigkeit, in Ewigkeit. Schön, dass du heute dabei warst beim Online-Gottesdienst der ETG in Speiching. Diese Online-Gottesdienste werden voraussichtlich bis Pfingsten genauso weiterhin stattfinden, wie wir es heute gesehen haben. Da sich die Situation aber auch jederzeit kurzfristig ändern kann, möchten wir euch trotzdem von Woche zu Woche weiterhin informieren. Aktuelle Informationen findet ihr auch jederzeit unter der Homepage www.etg-speiching.de. Über dieses YouTube-Video könnt ihr uns noch einen Kommentar oder eine Nachricht hinterlassen. Wir würden uns wirklich freuen, von euch zu hören. Ja, und jetzt wünsche ich euch vor dem Schlusssegen noch einen schönen Sonntag, eine gesegnete Woche und wir sehen uns nächste Woche um 10 Uhr wieder. Gott, der Herr, sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen. Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schätzen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst und dir Kraft zu geben, wenn du am Ende bist. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Er sei über dir, um dich jeden Augenblick mit seiner Nähe zu erfreuen. So segne dich, der gütige Gott. Amen.